Hallo Freunde, herzlich willkommen hier in diesem Video. Mein Name ist Jürgen Schütz und heute geht es darum, wie ich mit Hilfe der Frequenztrennung Detailreichtum ins Foto bekomme. Du siehst hier mein Studiomikrofon. Mit diesem Mikrofon nehme ich immer die Videotutorials auf. Natürlich ist es kein Kitea-Mikrofon, sondern ein Mikrofon eines namhaften Herstellers. Aber da ich keine Werbung machen möchte, habe ich einfach den Kitea-Aufkleber über das Mikrofon geklebt. Ich hatte vor geraumer Zeit schon mal ein Video über das Schärfen hier in Photoshop herausgebracht. Bei dieser Schärfemethode ging es einfach darum, wie ich mit dem Unscharfmaskieren, ähnlich wie in Lightroom, partielle Bereiche in meinem Foto schärfen kann. Diese Methode soll kein finales Schärfen werden, sondern eher ein Detailreichtumsgewinn. Kommen wir ganz kurz zum fotografischen Teil. Fotografiert wird das Ganze in einem Miniaturfotostudio. Dieses Miniaturfotostudio hat links und rechts lichtdurchlässige weiße Wände. Das Mikrofon stand vor einem Stoffhintergrund und belichtet wurde das Mikrofon mit einem Studioblitz. Der kam von der rechten Seite hier auf die weiße Wand. Als Objektiv hatte mir ein 90mm Makroobjektiv gedient mit einer Blende von F11 eingeschaltet. War es auf einer 30. Sekunde. ISO war 160. Ich hätte die Blende auch auf eine 200. Sekunde auf eine 200. Sekunde stellen können. Aber ich teste meine Blitzanlage auch noch aus. Soweit zum fotografischen Teil, was hier wirklich schön gelungen ist. Die goldene Membrane in diesem Mikrofon kommt wirklich sehr gut zur Geltung und es hat auch schon eine sehr, sehr gute Grundschärfe. Aber wir wollen ja hier noch viel, viel mehr Details gerade hier in dieser Gitterwabe herausholen. Wir wollen es noch ein bisschen knackiger darstellen und wie wir das genau bewerkstelligen können mit der Frequenztrennung, zeige ich dir jetzt. Okay, bevor wir jetzt anfangen können, muss ich das Foto ein wenig vorbereiten und die Vorbereitung sieht wie folgt aus. Ich benötige zwei Kopien meiner Hintergrundsebene. Ich kopiere die Hintergrundsebene mit STRG und J und werde die erste Ebene gleich umbenennen in Farbe und die zweite Ebene in Details. Okay, die Details-Ebene benötige ich jetzt erstmal nicht. Ich blende sie mir aus und wechsle auf die Farbe-Ebene zurück. Im nächsten Schritt werde ich mir einen Filter in das Bild reinzeichnen, indem ich hier oben auf Filter klicke, auf Weichzeichnungsfilter und den Gaußschen Weichzeichner auswähle. Du kennst das jetzt vielleicht bei der Frequenztrennung, gehst du so weit vor, bis du jetzt hier keine Details mehr erkennen kannst. In unserem Fall ist es nicht ganz so wichtig, welchen Wert du hier verwendest. Ich werde jetzt hier mal mit einem Radius von 20 Pixeln arbeiten. Wobei, nein, ich werde hier auf 15 Pixel runtergehen. Wichtig ist nur, dass ich mir diesen Wert merke. Ich darf den nicht vergessen, denn ich benötige den nachher noch einmal. Bestätige das Ganze mit OK und das war's vorerst mit meiner Farbebene. Ich wechsle zurück in die Details und werde mir die Details anzeigen. Danach wechsle ich hier oben auf Bild, Korrekturen, Helligkeit und Kontrast. Wenn du diesen Wert hier angezeigt bekommst, ist es zwingend notwendig, dass dieser Wert gesetzt wird. Den Kontrast stelle ich mir mit minus 50 ein, bestätige das Ganze mit OK und wechsle hier oben wieder auf Filter, sonstige Filter, Hochpass. Und jetzt brauchen wir den gleichen Wert wie vorhin. Ich hatte ihn beim Gaußschen Weichzeichner bei 15 Pixel und den stelle ich mir jetzt hier auch auf 15 Pixel ein. Das ist ganz wichtig. 14,9 oder 15,1 oder irgendein anderer Wert, der sich mit dem Wert vom Gaußschen Weichzeichner unterscheidet, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Es ist also wichtig, dass du dir den Wert vom Gaußschen Weichzeichner merkst und hier einträgst. Ich bestätige das Ganze wieder mit OK, werde dann den Modus von Normal auf der Detailebene in lineares Licht umstellen. Markiere die Detailsebene und die Farbeebene gemeinsam mit gedrückter Steuerungstaste und ziehe mir die beiden Ebenen hier auf dieses kleine Ordnersymbol und erstelle eine neue Gruppe. Die Gruppe bekommt einen Namen von mir. Ich benenne sie Detailreichtum. Klappe mir den Ordner auf und wechsle im Anschluss auf die Ebene Farbe. Und jetzt, sobald ich hier die Deckkraft bei der Ebenenfarbe reduziere, erhalte ich, je weiter ich dies reduziere, immer mehr Details. Ich gehe es mal auf 0% zurück und du siehst schon, wie extrem die Details hier ins Foto gezeichnet worden sind, wie sie herausgeholt worden sind. Ich mache einmal einen Vorher-Nachher-Vergleich.
So sieht's ohne aus, so mit dem Detailreichtum. Ohne Detailreichtum, mit Detailreichtum. Ist natürlich jetzt so in dem Fall viel zu stark. So um die 50 wäre vielleicht die richtige Anwendung für dieses Foto. Es hängt auch immer vom Foto selbst ab, wie stark man das Ganze anwenden kann. Ich denke mal, hier bei 50 ist ziemlich gut. Wir haben hier einen enormen Detailreichtum hinzugewonnen. Ohne mit. Das Problem, wo es hier allerdings auch ist, das Ganze hat sich aufs komplette Foto angewendet. Und um das natürlich zu ändern, gehe ich hier oben auf die Gruppe Detailreichtum, werde mir hier eine Maske drüber legen. Die Maske werde ich mit STRG und I invertieren und mit einem Pinselwachsing und einer weißen Vordergrundfarbe werde ich mir hier den Bereich scharf zeichnen, der davon betroffen werden soll. Ungefähr so. Eine coole, einfache Sache. Ich zeige nochmal vorher, nachher. Ohne mit. Ein gewaltiger Gewinn der Details. Und wie gesagt, es soll kein finales Schärfen werden. Es soll einfach nur die Details herauskitzeln, um das ganze Foto noch mehr Knack zu verleihen. Ich habe dir das Ganze als Aktion, als Geschenk wieder vorbereitet. Die Aktion befindet sich auf meiner Webseite. Die URL zur Webseite befindet sich in der Videobeschreibung. Du musst einfach nur draufklicken, surfst dahin. Eventuell musst du dich anmelden oder unter Umständen noch neu registrieren, falls du dich dann noch nicht registriert haben solltest. Die Registration ist natürlich kostenlos und als registriertes Mitglied kannst du alle Download-Inhalte, egal von welchem Videotutorial, herunterladen. Ob es jetzt Presets für den Lightroom sind oder ob es Aktionen hier in Photoshop sind oder einfach nur Bildmaterial. Und du kannst auch Kommentare zu den jeweiligen Inhalten abgeben. Die Registration ist kostenlos, wie schon gesagt. Kannst sie herunterladen. Du installierst dir das Ganze, indem du den heruntergeladenen Ordner entpackst, die Aktion herausholst und mit einem Doppelklick auf die Aktion klickst. Photoshop erkennt das und die Aktion befindet sich dann hier bei dir unter den Aktionen. Solltest du bei dir hier die Aktionen nicht sehen, gehst du hier oben auf Fenster und setzt hier bei Aktionen den Haken. Dann werden die auch bei dir sichtbar werden. Okay, das war's. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich. Und zwar interessiert mich, welche Inhalte, welche Themen möchtest du in Zukunft hier auf meinem Kanal sehen? Schreib mir das auch in den Kommentaren, was dich am meisten interessiert. Ansonsten, wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Da unten befindet sich der Abonnieren-Button. Nie wieder ein Video von mir verpassen. Abonniere jetzt meinen Kanal. Ich blende dir hier zwei weitere coole Videos von mir ein. Check diese auch aus. Folge mir auf Facebook. Die URL befindet sich in der Videobeschreibung. Falls du Fragen hast, gerne in den Kommentaren. Wenn du mich unterstützen möchtest, kannst du mich gerne weiterempfehlen bei deinen Freunden, bei all den Leuten, die das Video auch interessieren könnte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mein Name ist Jürgen Schütz und ich bin jetzt raus. Mach's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.